immer die bestmögliche Leistung bekommen bei einem Haftpflichtschaden, selbst wenn der eigene Tarif eigentlich viel weniger leisten würde? Moment. Jetzt übertreibt der Typ hier vor der Kamera mal wieder total. Tatsächlich ist das aber möglich. Wie genau das funktioniert und auf welchen Baustein du hier in deiner privaten Haftpflichtversicherung achten musst, genau das erfährst du im folgenden Video. Viel Spaß dabei! Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und heute super spannendes Thema. Ihr habt euch jetzt wahrscheinlich schon gefragt nach dem Intro. Moment. Was will der Typ uns hier heute denn erzählen? Das geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht einfach hier einen Haftpflichtversicherungsvertrag haben mit diversen Leistungsgrenzen und einen dritten Schadensfall ein und dann kriege ich da irgendwie mehr Leistung, als dass es eigentlich hier in meinem Vertrag drinsteht. Und tatsächlich funktioniert das. Stichwort an der Stelle heißt erweiterte Vorsorge. Was genau das ist, wie das genau funktioniert, welchen Tarif du hier an der Stelle dann auch brauchst und zu guter Letzt natürlich auch mal zwei Beispiele, dass du dir vorstellen kannst, wie das genau funktioniert und was ich damit meine. All das erfährst du jetzt in den nächsten Minuten. Bevor ich es vergesse, wenn dir der Inhalt von diesem Video gefällt, dann lass dem Video natürlich einen Daumen hoch da. Das zeigt anderen Menschen, dass hier einfach wichtige und coole Inhalte in diesem Video vorhanden sind. Und dann schauen sich das dann noch mehr Menschen an. Und es kann einfach noch mehr Menschen helfen. Das einfach mal kurz vorab. Was bedeutet nun jetzt mal generell erweiterte Vorsorge bei einer Versicherung? Hier möchte ich euch einfach mal die Definition kurz vorlesen. Und zwar lautet das wie folgt. Im Schadensfall gilt die automatische Mitversicherung von Haftungsansprüchen, die zwar im vereinbarten Vertrag nicht eingeschlossen, zum Zeitpunkt des Schadeneintritts jedoch Bestandteil eines leistungsstärkeren, allgemein zugänglichen Privathaftpflichttarifs eines deutschen Versicherers sind. Das ist so die Definition von der erweiterten Vorsorge. Habe ich mir geklaut von der Webseite von der Haftpflichtkasse Darmstadt. Die schreiben dort auch, dass sie quasi die Erfinder waren der erweiterten Vorsorge. Und genau, das war jetzt einfach mal wichtig zu begreifen. Das heißt quasi, wenn dieser Baustein mit drin ist, erweiterte Vorsorge, dann kann hergegangen werden und dann wird geguckt, wenn du einen Schadensfall hast und vielleicht das in deinem Vertrag irgendwie limitiert ist oder weniger geleistet wird oder vielleicht auf andere Kriterien quasi reduziert wird, dann wird hergegangen oder kannst du hergehen, kannst gucken, hey, leistet aber ein anderer Versicherer vielleicht viel mehr oder leistet ein anderer Versicherer in einem anderen größeren Umfang, egal was für ein Versicherer ist, muss ein deutscher Versicherer sein und auch egal welcher Haftpflichttarif oder sonst was das ist, dann kannst du das in Anspruch nehmen und bekommst dann eben die Leistung, die halt irgendein anderer Versicherer hier leisten würde, quasi dich besser stellen würde. Das ist einfach mal zur Erklärung, Definition, was erweiterte Vorsorge hier überhaupt bedeutet. So, wie kommst du jetzt an so einen Tarif mit diesem Baustein erweiterte Vorsorge? Also, zwei Möglichkeiten. Nummer eins, du hast schon so einen Tarif zu Hause. Perfekt. Ja, wenn das mit schon drin ist, dann bist du eigentlich richtig gut aufgestellt. Kannst dir einfach mal reinschauen in deine Bedingungen, ob da irgendwo was drin steht mit erweiterter Vorsorge. Manchmal heißt es auch ein bisschen anders, da ist so Bestleistungsgarantie, kann das ab und zu mal heißen. Einfach mal reinschauen. Wenn nicht, du aber sagst, boah, das ist jetzt aber so cool, das ist mir sau wichtig, weil das ist ja quasi wie so ein, ja, sage ich jetzt mal, eine Garantie, dass wenn dann später mal irgendwie sich in meinem Leben was verändert und vielleicht meine Versicherungsleistungen da irgendwie nicht mehr so toll sind oder da das eine oder andere vielleicht nicht mit eingeschlossen ist, dann bin ich hier auf der sicheren Seite, wenn ich diese erweiterte Vorsorge mit drin habe. Dann kannst du natürlich hergehen und kannst sagen, okay, ich gucke mir jetzt einfach mal an, welcher Versicherer bietet denn sowas an? Und es sind tatsächlich nicht wirklich viele. Ich konnte zumindest nicht super viele finden. Ich will euch jetzt aber mal ein paar nennen, die ich eben gefunden habe, die hier diese erweiterte Vorsorge in vereinzelten Tarifen eben mit anbieten. Eins vorab, all diese Tarife findet ihr auch über unseren Haftpflichtrechner, den ich hier unten verlinkt habe, einfach über unsere Webseite versicherung-mit-kopf.de, dann auf Haftpflichtrechner, quasi Leistungslevel, Versicherungssumme auf Maximum, keine Selbstbeteiligung mit rein und dann ploppen diese Tarife dann schon
auf und dort kannst du dir dann den einen oder anderen auswählen, kannst quasi über den Leistungsvergleich dann auch nochmal reinschauen, ist irgendwo ganz unten, steht der Punkt und der sonstiges, erweiterte Vorsorge, wenn da ein Haken mit drin ist, perfekt, läuft. Genau, das einfach mal dazu. Ja, welche Tarife gibt es jetzt hier? Klar, einmal, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Haftpflichtkasse Darmstadt gilt hier wohl als Erfinder dieser erweiterten Vorsorge, die haben natürlich einen Tarif bei sich, nennt sich einfach besser plus Single, das ist ein Tarif, das sind jetzt allgemein jetzt alle Single-Tarife, die gibt es natürlich auch als Familientarife. Ne? Wenn du dann da in den Rechner Familie eingibst, dann passt sich das natürlich automatisch an. Dann die Bavaria Direktversicherung von den Sparkassen im Tarif Komfort L plus Single, fand ich sehr attraktiv, halt auch vom Preis, sehr, sehr günstig und haben das hier mit drin in diesem Tarif. Dann der VAV-Tarif, exklusiv Bestleistungs. Garant, ne, heißt es ein bisschen anders. Hier ist das mit drin. Und dann habe ich noch gefunden von Max Pool den Premium Single 50 Millionen. Das sind vier Tarife auf alle Fälle, wo die erweiterte Vorsorge mit drin ist. Es gibt mit Sicherheit noch ein paar mehr. Das waren jetzt aber die, die ich jetzt gefunden habe. Ich habe auch ein bisschen länger gesucht und verglichen. Das sind die, wo die erweiterte Vorsorge definitiv mit drin ist. Ja. Genau, wie gesagt, ihr wisst, wie ihr die findet, könnt ihr einfach über unseren Rechner machen oder könnt ihr auch über irgendeinen anderen Rechner machen. Wie gesagt, ich kenne halt unsere und kann euch genau sagen, wie und wo ihr das dann findet. Jetzt natürlich auch mal zwei Beispiele, praktische Beispiele, dass ihr euch mal vorstellen könnt, was jetzt hier so ein Fall wäre, wo genau das eben greifen würde. Beispiel Nummer 1, mal angenommen, ihr habt irgendwie, seid Eigentümer von einem Segelboot, okay, und ihr seid irgendwie unterwegs. Auf einem See, Chiemsee, Bodensee, keine Ahnung, macht dann eine Segeltour und auf einmal rammt ihr halt ein anderes Schiff. Ne? Entsteht ein Schaden von 10.000 Euro vielleicht und jetzt ist es so, jetzt guckt ihr in eure Haftpflichtversicherung rein und dann steht da drin, verflucht. Das sind ja nur Segelboote versichert bis zu einer Segelgröße von 16 Quadratmetern. Jetzt hat dein Schiff aber irgendwie 20 Quadratmeter. Das heißt, es fällt eigentlich aus dem Haftpflichtschutz hinaus und du würdest eigentlich jetzt auf diesen 10.000 Euro selbst sitzen bleiben. Wenn du jetzt aber einen anderen Versicherer findest, der in seinen Bedingungen mit drin stehen hat, dass auch Segelboote mit einer quasi Segelgröße von 20 Quadratmetern und größer hiermit versichert sind, dann wird hier auch in diesem Fall geleistet, obwohl dein eigener Tarif das eigentlich nicht vorgesehen hat. Durch den Baustein erweiterte Vorsorge wird das aber quasi mit reingenommen. Das einfach mal ein Beispiel dazu, dann habe ich noch ein zweites Beispiel mehr rausgesucht. Und zwar zum Beispiel, du, Silvesternacht irgendwie, du böllerst rum, Raketen, sonst was. Und ein Böller, keine Ahnung, ist so ein Blindgänger, der verirrt sich so ein bisschen, beschädigt die Jacke von deinem Kumpel, Kollegen. Das ist eine teure Lederjacke irgendwie. Und dann ist sie komplett hinüber, ist nicht mehr brauchbar. Dann steht in deiner Versicherung halt da drin, es wird bei so einem Fall der quasi Zeitwert von dieser Jacke ersetzt. Ne? Und jetzt ist das natürlich nicht so cool, weil die Jacke ist halt hinüber, ne? Und Zeitwert ist halt natürlich immer geringer als jetzt der, natürlich der Neuwert, also der Neukaufpreiswert, genau, kann man so sagen. So, und wenn du jetzt aber einen anderen Versicherer findest, der jetzt genau so einen Fall aber absichert und sagt, nein, die leisten nicht den Zeitwert, sondern die leisten sogar den Neuwert, also den neuen Anschaffungspreis für diese Jacke, dann bekommst du eben diese Leistung ausgezahlt und nicht die geringere, die wohl jetzt hier einfach nur auf den Zeitwert beschränkt wäre. Das einfach mal so zwei Beispiele, da gibt es ja zig Beispiele, vielleicht fallen euch noch andere Beispiele ein, schreibt es mir gerne in die Kommentare hier mit rein, die einfach hier greifen würden, wenn du den Baustein erweiterte Vorsorge mit drin hast. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich halt noch mit dabei, wenn hier jetzt ein Schaden verursacht wird, der in deiner normalen Haftpflichtversicherung nicht mit drin ist und du hast zwar den Baustein erweiterte Vorsorge mit drin, kann es natürlich immer noch sein, dass das einfach eine Geschichte ist, die generell nirgendwo anders halt versichert ist oder vielleicht nicht in dieser Höhe versichert ist. Das musst du natürlich wissen. Es ist jetzt nicht so ein Ding, das heißt, okay, ich habe das jetzt mit drin und lalala, ne, jetzt wird alles geleistet, egal was ich irgendwie anstelle. Das ist natürlich wichtig, dass man das halt weiß, dass das halt nicht so ist, sondern ne, dass es immer noch quasi im Rahmen von, was halt ein deutscher Haftpflichtversicherer halt irgendwo leisten wird. Aber eben, du eliminierst quasi, sage ich jetzt mal, die Unterschiede. Ne? Durch die erweiterte Vorsorge wirst du einfach direkt immer auf das Leistungslevel gehoben, was am Markt irgendwo und dann in dem Bereich am höchsten ist und kannst das dann hernehmen. Das war quasi
Der Input zum Thema erweiterte Vorsorge in der Haftpflichtversicherung, das gibt es auch noch in anderen Versicherungen, in der Hausratversicherung zum Beispiel, aber Haftpflichtversicherung war mir jetzt hier einfach mal am wichtigsten, weil es halt einfach so eine verflucht wichtige Versicherung ist und dass ihr das wisst. Ich freue mich jetzt natürlich auf euer Feedback dazu. Hab's gerade eben schon mal gesagt. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie findet ihr überhaupt diesen Baustein allgemein? Habt ihr den bei euch drin? Das würde mich natürlich brennend interessieren. Wer von euch hat den schon drin? Ich glaube nicht so viele sind das gar nicht. Und dazu natürlich, wenn dir der Inhalt von dem Video gefallen hat, lass dem Ganzen noch einen Daumen hoch da. Und wenn du den Kanal an sich noch nicht abonniert hast, in Zukunft aber kein praktisches und wichtiges Versicherungswissen mehr verpassen willst, dann abonniere den Kanal jetzt einfach schnell noch. Ansonsten habe ich mich wieder gefreut, dass du mit eingeschaltet hast. Wir sehen uns ganz einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus und mach's gut.